Haben wir kürzlich von Niederösterreich als Golfland berichtet, ist es diesmal das Thema Wein, das seit Jahrhunderten mit dieser Region verbunden ist. Wir stellen das traditionsreiche Weingut Sepp Moser vor und treffen den Winzer in einem seiner Weingärten, wo gerade ein Seminar mit interessierten Winzerkollegen stattfindet. Das Weingut befindet sich in Rohrendorf im schönen Kremstal, ca. 70 Kilometer westlich von Wien, direkt an der niederösterreichischen Weinstraße. Wir schließen uns der Führung an, bei der Niki Moser die Weingärten, den Weinkeller und das eindrucksvolle Haus zeigt und viel Wissenswertes zu erzählen weiß. Der jetzige Betreiber des Gutes hat sich dem biodynamischen Weinbau nach Demeter-Kriterien verschrieben und ist damit national wie international sehr erfolgreich. Bei ihm ist alles einem Ziel untergeordnet: die Qualität aus den Trauben so schonend wie möglich in die Flasche zu bringen. Dazu aber später mehr. Das im römischen Stil erbaute und lichtdurchflutete Atriumhaus mit großzügiger Terrasse und idyllischem Garten wird gerne für Feierlichkeiten aller Art genützt und beherbergt nebenbei eine nicht minder eindrucksvolle Sammlung kunsthistorischer Exponate. Jetzt aber lassen wir den Hausherrn selbst zu Wort kommen. Niki Moser vom Weingut Sepp Moser in Rohrendorf im schönen Kremstal. Erzähl uns doch einmal ein bisschen was über die Geschichte eures traditionsreichen Hauses. Ja, das Haus selber wurde gebaut von meinem Großvater, Dr. Lenz Moser, kein Unbekannter in der österreichischen Weingeschichte, weil er die hohe Erziehungsform der Rebe entwickelt hat, die sogenannte Lenz-Moser-Kultur. Mein Vater hat die Familientradition des Weinbaus weitergeführt. Die erste Generation war der Anton Moser, das war mein Ururgroßvater. 1848 das erste Mal als freier Weinbauer erwähnt bei uns in der Ortschaft, Rohrendorf. Freier Weinbauer heißt jetzt ganz kurz gesagt was? Freier Weinbauer, das heißt komplett unabhängig von jeglichen Untertänigkeiten, Adel und so weiter. Damals Monarchie etc. Ja, genau. Ja, so, 1848, ganz entscheidendes Jahr für die Familie Moser, da hat es so richtig begonnen mit dem freien Weinbauertum. Mhm. Es hat sich weiterentwickelt vom oder über den Lenz Moser bis hin zum Sepp Moser. Mhm. Das war dein? Sepp Moser ist mein Vater. Aber. Mhm. Der hat ja dann auch unter nicht so einfachen Umständen begonnen, den Betrieb neu aufzubauen. Ja, das stimmt, weil in früheren Zeiten war der Weinbaubetrieb ein viel größerer. Die Trauben sind damals im Betrieb meines Onkels verarbeitet worden. Der Betrieb Lenz Moser, den es ja nach wie vor gibt, sehr erfolgreich gibt heute. Und der ist Mitte der 80er Jahre, musste der verkauft werden. Und mein Vater hat praktisch seinen eigenen Weinbaubetrieb, seinen eigenen Wein ab Mitte der 80er Jahre, genau ab 1987, selber auf den Markt gebracht. Vom Vater zum Sohn, wodurch würdest du sagen, unterscheidest du dich im Weinbau von deinem Vater? Ja, ich habe das große Glück, dass mein Vater schon sehr qualitätsorientiert war, auch schon viele Jahre mit Kompost gearbeitet und so weiter. Aber letzten Endes habe ich ab dem Jahr 2000, wo ich den Betrieb übernommen habe, sukzessive auf biologisch-dynamische Wirtschaftsweise umgestellt. Also einer der Unterschiede zwischen Sohn und Vater ist die Anbauweise. Du beschäftigst dich ja ausschließlich mit biologischem Weinbau. Nicht nur biologischer Weinbau, biodynamischer Weinbau. Ich würde sagen, das ist ein Schritt weiter als organisch-biologisch. Mhm. Wie schaut der Schritt aus? Prinzipiell ist es einmal ein anderes Grundverständnis von der Landwirtschaft. Heutzutage ist es ja üblich, im Prinzip Symptome zu bekämpfen.
Die biodynamische Wirtschaftsweise ist sowas wie die Homöopathie in der Humanmedizin, wo man danach trachtet, eine größtmögliche Balance herzustellen, Gesundheit aufzubauen, anstatt nur Symptome zu bekämpfen. Einer der wesentlichen Unterschiede in der Anbauweise ist natürlich der Aufwand, der ja wesentlich größer ist. Das stimmt, das ist ein größerer Aufwand. Alleine der Verzicht auf Herbizid, das ja leider doch relativ stark zum Einsatz kommt im Weinbau in konventionellen Betrieben, ist ein gewaltiger Aufwand in unseren Terrassenweingärten, vor allem in Rheindorf, wo halt sehr viel gemäht werden muss, wo andererseits in anderen Weingärten halt einfach das relativ unkompliziert mit Herbizid behandelt wird. Bevor wir zu den Weingärten und den Lagen kommen, zuerst noch der Begriff, man sieht es hier am Shirt, Demeter. Was bedeutet jetzt Demeter im Weinbau? Demeter ist prinzipiell die älteste biologische Vereinigung, die es gibt weltweit. 1928 gegründet, bevor alle anderen biologischen Bewegungen entstanden sind. Das geht auf Rudolf Steiner zurück, der 1924 den landwirtschaftlichen Kurs gehalten. Aber das führt jetzt etwas zu weit wahrscheinlich. Wir haben unser zweites Standbein in Apethlon, Neusiedlersee, wo wir insgesamt 27 Hektar haben, natürlich mit großem Schwerpunkt auf Rotwein. Zweigelt ist dort unsere Hauptsorte. Kommen wir direkt zu den Sorten. Zweigelt, Rotwein ist die Hauptsorte im Burgenland. Wie schaut es da im Kremstal aus? Kremstal, wie könnte es anders sein? Grüner Veltliner ist allen voran. Wir haben in unserer Ortschaft 70% Grüner Veltliner Anteil. Also wir sind in der Wiege des Grüner Veltliner, kann man sagen. Wir selber haben etwa 65%. Das entspricht das ungefähr dem, was man in der Region hat. Riesling natürlich spielt die zweitgrößte Rolle. Etwas Ergänzung durch internationale Sorten, sprich Chardonnay und Sauvignon Blanc und nur 5% Rotweinanteil, nämlich Pinot Noir, der Weißwein unter den Rotweinen, wie man so sagt. Und apropos international, die Weine von Weingut Sepp Moser sind ja auch außerhalb Österreichs erhältlich. Ja, wir sind in der glücklichen Lage, doch in einige Länder zu exportieren. Ich glaube, es sind derzeit 22 Länder, in die wir exportieren. Manche darunter durchaus exotische Destinationen. Wir exportieren zum Beispiel Wein nach Bordeaux, Eul nach Athen getragen sozusagen. Und das läuft gar nicht so schlecht. Also die Franzosen sind auch schon durchaus offen für österreichischen Wein. Und auch die Seminarteilnehmer sind offen für eine Kostprobe und genießen die edlen Tropfen aus dem Hause Moser, das natürlich auch den Besuchern von MLTV für Verkostungen und Veranstaltungen zur Verfügung steht. In diesem Sinne, sehr zum Wohle, Ihre MLTV-Genussredaktion.